Vorsteherin, meine Damen und Herren, Gäste auf der Empore. Kommunalpolitik hat sich mehrheitlich viel der Klimaneutralität im Jahre 2030 auf die Fahne geschrieben. Gut, Zielvorstellung stimmt also. Allerdings müssen wir weiter darüber diskutieren, welche Wege zum Ziel beschritten werden. Und insofern lohnt es sich, auch mal heute hier über diese Magistratsvorlage in Sachen Innogen GmbH zu reden. Zunächst einmal sieht die Linke es kritisch, dass wir wieder eine GmbH unter dem Dach des sogenannten Konzernstadt Kassel gegründet wird. Das mag vielleicht hier und da betriebswirtschaftlich Sinn machen, allerdings erschweren diese privatrechtlichen Konstrukte den Informationsfluss für die Stadtverordneten. Meine Damen und Herren, wenn Sie in der letzten Woche die Eine-Abend-Berichterstattung verfolgt haben, Stichwort Besetzung der Aufsichtsräte, dann verstehen Sie sicherlich, was ich meine. In der Magistratsvorlage kommt das Schlagwort Bürgerbeteiligung vielfach vor. Bürgerbeteiligung ist gut, echte Bürgerbeteiligung noch besser. Und insofern stellt sich für uns bei dieser Magistratsvorlage die erste Frage. Warum hat oder haben die Stadtwerke nicht versucht, eine Kooperation mit der Genossenschaft Bürgerenergie Kassel auf den Weg zu bringen? Die Bürgerenergie Kassel hat seit 2013 auf dem Gebiet Erfahrungen und es hätte bei einer möglichen Kooperation mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Synergieeffekt gegeben, der wahrscheinlich allen Beteiligten dann auch entsprechend geholfen hätte. Es geht bei dem Geschäftsmodell der Innogen GmbH um die Generierung von Kapital bei gleichzeitiger Kundenbindung. Ergebnis ist überhaupt nicht klar. Aber warum hat man in dem Fall nicht eine normale Anleihe aufgelegt und stattdessen jetzt die Form eines Nachrangdarlehens gewählt? Nachrangdarlehen haben die Eigenschaft, dass sie im Risiko höher bewertet werden. Insofern steigt natürlich auch der Zinssatz. Der Zinssatz summiert sich dann aber in dem Fall wieder, weil natürlich entsprechende Verwaltungs- und Systemkosten, wie aus der Magistratsvorlage hervorgeht, eingestellt bzw. eingepreist werden. Last but not least stellt sich natürlich auch die Frage, warum eine längerfristige Bindung, also über 5 Jahre hinaus, nicht möglich ist. Denn der Klimawandel wird mit Sicherheit, oder wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen wir auch über die 5 Jahre hinaus, womöglich sogar über das Jahr 2030 hinaus, denken und entsprechend auch handeln. Last but not least, lassen Sie mich noch zum Schluss etwas ganz Allgemeines über Photovoltaikanlagen hier in Kassel sagen. Die Stadt Kassel unterhält roundabout 250 Gebäude. Wir haben natürlich alles Dächer, sonst soll es nämlich anregen. Dass nicht alle Dächer die baulichen und technischen Voraussetzungen haben, damit sogenannte Solarkollektoren dort entsprechend montiert werden können, ist klar. Wenn ich mir aber jetzt auch gerade nochmal in der letzten Legislaturperiode das Tempo des Aus- und Aufbaus von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern anschaue, dann ist hier noch viel Luft nach oben. Und dann könnte man fast auf den Dreh kommen, dass wir im Jahre 2035 hier noch am Planen sind. Insofern ist hier natürlich Handlungsbedarf gegeben und insofern ist auch der Stadtbaurat gefordert, hier die Dinge zu forcieren.